ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, darauf einzugehen. Gar keine. Ich komme von mir der Schauze. Der Sovi-Stammtisch. Dieses Mal das Problem mit der Norm. Welche Norm bringt fehlende Normativität hervor und der innere Zwang zur Norm? Man darf ja Normativität und Norm gar nicht miteinander verwechseln. Das ist ja. Ich hoffe, jetzt springt mir jemand ein und kann es ganz behende definieren. Der ist halt die Eigenschaft eines Objekts oder einer Instanz oder eines sozialen Sachverhalts. Und Norm ist halt ein möglicher sozialer Sachverhalt. Der kann natürlich normativ sein, hat den Anspruch, es zu sein, aber ob sie es tatsächlich ist. Die Norm ist der Wortstand, der Normativität und Normalität auf eigentümliche und bezeichnende Weise miteinander verbindet. Seelmeier 2008. Das war erhellend. Immer gleich das richtige Zitat zu haben. Weil er gerade lieber im Buch liest, als mitzureden. Ja, ich stehe hier außerhalb der Norm. Nein, weil das Buch, das ist ja, wie heißt das? Normativität und Public Health. Ja. Na, das ist ja so ein leidiges Thema. Hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Normativität in Wissenschaften. Und da ist ja dieser Streit, welche Wissenschaften sind normativ und so weiter. Ich würde ja immer noch auf der Position stehen, alle Wissenschaften sind zwangsläufig normativ aus der Struktur heraus. Es ist halt nur eine Frage, inwiefern das reflektiert wird immer von den einzelnen Disziplinen. Und je mehr, witzigerweise, je mehr sie es reflektieren, umso normativer wirken sie auch. Weil wenn man es leugnet und es einfach ausklammert, die eigene Normativität in den Bereich der Grundannahmen und so weiter verschiebt, dann fallen sie auch nicht mehr auf. Ich glaube, das hat aber vielleicht auch einfach was damit zu tun, wie direkt die Normativität ist. Also wenn ich mir jetzt sowas wie die Normativität der Physik oder der Chemie überlege, da steckt natürlich eine gewisse Normativität drin, weil die Physik irgendwie vorgibt, was möglich ist und was nicht. Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann habe ich eigentlich keine andere Wahl, als mich irgendwie an diesen Gesetzen zu orientieren. Deswegen hat das eine gewisse Normativität, aber die ist ja doch eher indirekt. Während sowas wie ein soziologische Erkenntnis, dass irgendwie eine bestimmte Struktur Ungleichheiten reproduziert, ja doch auch gleich direkt an menschliches Verhalten sich richtet. Ja. Und gerade wenn man etablierte gesellschaftliche Normen quasi als Basis nimmt und sagt, die sind halt erstmal da, verschmilzt es halt sofort, weil sie sofort vor dem Hintergrund dieser Norm betrachtet werden. Wir hatten den Streit ja damals im Werturteilsstreit schon gehabt mit Max Weber. Ja. Wie ist der ausgegangen? Ich glaube, er ist so ausgegangen, Werturteilsfreiheit ist das Ideal der Soziologie. Ne? Ja, aber für Max Weber ist ja auch Erklärungsfreiheit das Ideal der Soziologie. Insofern. Ich glaube, die Formulierungen sinndeutend des Verstehen hat die Soziologie so, ich würde sagen, um 60 Jahre zurückgeworfen. Der hat sie doch gerade erst mit erfunden. Ja, er hat sie erfunden, aber er hat sie gleichzeitig zurückgeworfen. Er hat sie auf einen Pfad gesetzt, wo sie erstmal in die Irre 60 läuft. Jahre. Wo sie erstmal in die Irre läuft, wenn man das jetzt Soziologie soll heißen, die 60 Jahre. Die Soziologie begann 60 Jahre vor ihrer Entstehung. Ja. Ja, es gibt ja nun auch die, die Soziologie nicht auf Max Weber legen, sondern also auf Piaget oder Comte. Ja. Sagt Max Weber nicht, soll heißen, ursächlich verstehen und erklären? Sinndeutendes ursächliches Verstehen und oder erklären. Sowas. Erklären. Ja. Ist dann erklären dabei? Und verstehen hieß ja, dass der Soziologe sich das anguckt, nickt und sagt, ja, genau. Ich habe es verstanden. Ja, es geht ja vor allen Dingen, was ich einerseits eine Stärke der Soziologie finde, andererseits eine Schwäche der Soziologie finde. Einerseits die Stärke quasi soziale Prozesse und dann im weiteren Verlauf damit auch Individuen aus einer gewissen eigenen Logik heraus zu verstehen. Also wie wir jetzt über Soziolekte unterhalten haben, eben nicht zu sagen, das ist irgendwie weniger wert oder mehr wert, sondern das hat seine eigene Logik. Das ist auf der einen Seite natürlich der große Vorteil, weil es so eigentlich in dem Sinne fast nur die Soziologie kann. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein Nachteil, weil sie damit erstmal Erklärung, irgendeine Art von objektivistischer, sage ich jetzt mal, ich will nicht sagen voll objektiv, aber objektivoider Erklärung, die irgendwas in die Richtung geht, natürlich massiv erschwert. Weil sie immer erstmal den Anspruch haben, sich selbst dazu sagen, das ist halt die eigene Logik dieses entsprechenden Systems, Perspektive, Person, was auch immer. Ja. Wir müssen ja auch dazu sagen, dass die Soziologie die Gesellschaft erstmal erfunden hat. Mit Thomas, der sagte, wir hatten früher Gemeinschaften, jetzt haben wir
Gesellschaften als Kontrast. Gemeinschaft ist das, was zusammenhält, und Gesellschaft ist das, was zusammenhält trotz Wettbewerb, trotz Konkurrenz. Ja, oder gerade du, also das geht ja dann weiter dahin, dass das im Prinzip dann diese Freiheit, die Differenzierung auch, im Grunde. Ja, das auch Freiheit bringt von den. Genau, und ich das auch die Differenzierung im Grunde die Gesellschaft ausmacht. Also, dass man eben nicht. Von den Normen. Das ist dann die Lumannsche Schiene zu sagen, wir bewegen uns eben von den, differenzierten. Die Alten bei Luhmann, die Alten, nicht die Neuen. Die stratifikatorische. Ja, so. Noch davor. Genau, das Dritte, das vergesse ich immer. Also die beiden halt, die man eben jetzt klassisch irgendwie so eher clanartig. Tribale. Ja, Tribale. Oder ja, nennt es, glaube ich, anders, ja, aber das ist die Struktur, die ich meine. Dann eben stratifikatorische, wie man sie zum Feudalismus und ähnlichen Strukturen kennt, hin zu eben einer funktionalen Differenzierung. Ja. Das ist ja auch für mich zumindest immer, da fängt dann Gesellschaft an, wenn es eben um eine funktionale Differenzierung, Arbeitsteilung, Spezialisierung geht. Ja, wobei man ja sagen muss, bei Luhmann ist denn ja auch noch dieser Spezialfall, bei Luhmann gibt es ja nicht mehrere Gesellschaften, es gibt nur eine Gesellschaft. Die Weltgesellschaft. Und dann gibt es halt verschiedene soziale Systeme, die sich da ausdifferenzieren, die witzigerweise in sich selber halt auch durchaus stratifikatorisch oder so weiter organisiert sein können. In Bezug auf Normativität ist doch die Unterscheidung Gemeinschaft-Gesellschaft schon eine coole Sache, weil ja die Gemeinschaft, du bist sehr in Normen eingepfercht und durch die Gesellschaft, durch das Konkurrenzprinzip, was dann selber irgendwann zur Norm wird, kommst du da erstmal raus. Ja, du hast im Grunde. Dann ist es ja schon. Wenn du sagst, es, was er selbst mal zur Norm, ich glaube, das Konkurrenzprinzip muss ja erstmal Norm sein, sonst wird es sich ja nicht durchsetzen. Ja. Also halt das Konkurrenzprinzip ist ja nichts, was ist ja kein Naturgesetz, sondern das musste ja erstmal installiert werden und wurde, soweit ich das überblicke, wurde das halt halt auch durch, also war es durch wirtschaftliche Überlegungen und so weiter, Entwicklungen in der Ökonomie, wurde das irgendwann angenommen und dann wurde dieser freie Konkurrenz wurde halt mit viel staatlicher Macht durchgesetzt und wird aktuell halt und ist auch immer noch auf staatliche Macht angewiesen. Also eine freie Konkurrenz wäre ohne Staaten gar nicht denkbar, die sie durchsetzen. Das ist ja auch das, wo diese Konkurrenz dann herkommt. Das ist ja ein sehr, man könnte fast sagen, unglückliche Verquickung von einem missverstandenen Adam Smith und von einem Charles Darwin. Ja. Wo irgendwie diese Kombination zusammenkommt, jeder verfolgt sein eigenes Ziel und damit gibt es dann irgendwo diese Hand. Also Smith hat ja nie behauptet, es gäbe die Hand, sondern er sagt, die Leute argumentieren, als gäbe es die Hand. Und das wird jetzt irgendwie immer ihm in den Mund gelegt, er hätte das tatsächlich wie konzipiert. Ja. Er hat nur den Begriff geprägt und damit eigentlich die Arbeit anderer beschrieben, die er kritisiert. Und dann eben Darwin, wo eben diese Logik dann der Effizienz, des Best Fit irgendwie rankommt, dass dadurch eine Weiterentwicklung produziert wird durch irgendwie so ein Ausselling. Wir müssen doch bei der Norm bleiben. Hier, Menschen, das sagst du. Das ist jetzt eine Norm Menschen, von dir. Die Normen definieren und exekutieren, verhalten sich normativ. Normativität erfüllt also den Tatbestand einer überlebensnotwendigen Grundhaltung. Also wir können nicht anders. Also auf Wissenschaft. Erstens würde ich sagen, ja, Norm gibt es aus, also es ist nicht, als ob man sich entscheiden könnte, keine Norm zu haben, sondern das ist irgendwie durch uns als sinnverarbeitende System. Das ist der Anarchie. Ja. Ohne Norm ist kein gesellschaftliches Leben und auch kein gemeinschaftliches Leben möglich. Das ermöglicht es erstmal grundsätzlich. Ja, aber was wäre denn die normfreie Welt? Ist die normfreie Welt die Welt des Hobbeschen Naturzustands, jeder gegen jeden? Oder ist die normfreie Welt irgendetwas anderes? Eine prästabile, prästabiles Gleichgewicht, ein System, was sich immer wieder auspendelt, was durch Normen im Grunde erst aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Mhm. Also ich finde die Frage, können wir ein normfreies System überhaupt denken? Ich würde sagen, nein. Aus dem einfachen Grund, weil eine normfreie Welt wäre eine sinnfreie Welt. Also wir uns jetzt nicht sinnfrei als normativen Begriff verwendet, sondern dass das Quatsch wäre, sondern wenn man mit Sinn operiert, wenn man in einer sinnvollen Welt leben will oder beziehungsweise wenn man in einer sinnvollen Welt lebt, dann operiert man mit Normen, weil Sinn Normen Sinn produziert Normen. Das ist irgendwo in einem Verbundszustand. Du kannst Sinn nicht außerhalb von Normen prozessieren. Naja, und man wüsste ja gar nicht, wie man selbst handeln soll,
gäbe es nicht Norm, an dem man das eigene Handeln ausrichtet. Das erleichtert ja überhaupt soziales Handeln. Das andere ist, es wäre auch sehr schwierig, was einzuschätzen, wie jetzt jemand anders handeln wird, was wieder ganz grundlegend eben überhaupt für Zusammenleben ist, Erwartbarkeit so. Also diese Erwartbarkeit eben, also Erwartung und Erwartungserwartung, ich glaube, das ist eben ganz konstitutiv für Zusammenleben, ob jetzt gesellschaftlich, gemeinschaftlich, und ohne Norm funktioniert es nicht. Also da kommt die Norm wahrscheinlich her. Ja, es gibt ja sogar die Theorie, die noch weitergeht. Es ist ein sehr spannendes Buch gelesen, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt, aber die Theorie gibt's verschiedenfach. Dass sogar die Konstitution des Ich bin ein selbst agierendes Individuum in irgendeiner Form, also diese Zuschreibung, ich habe irgendwie so ein Agens in mir, das irgendetwas tut, dass das sogar schon Resultat einer sozialen Norm ist. Dass wir ohne diese soziale Interaktion, ohne die Erwartung, dass andere irgendwie intentional handeln, auch gar nicht auf die Idee kämen würden, dass wir selbst intentional handeln. Da kommen wir natürlich jetzt in einen extrem verquickten, verquickten und verzwickten Bereich, wo ich ganz wichtig drüber nachzudenken finde, weil, es ist einmal, ich glaube, Norm ist eine Funktion innerhalb, also von Sinn, oder Sinn ist eine Funktion der Norm, ich glaube eher andersrum. Aber es bedeutet halt, also insofern wir von Subjekten ausgehen müssen, bedarf es einer Norm, weil das Subjekt ja als Ursprung irgendwelcher Setzungen, die Norm ist bestimmt ja auch das Sollen, nicht? Also die bestimmt nicht unbedingt den Ist-Zustand, aber den Zustand, in den das Ist gehen soll, selbst wenn es das niemals tut. Und das bedarf ja schon einer definitorischen Quelle. Wenn man jetzt davon ausgeht, eine normfreie Welt, wie wir jetzt eine Tierwelt beschreiben. Ja. Ob die so ist, lasse ich dahingestellt, weil es gibt auch da Diskussionen über Tierethik und so weiter, die will ich jetzt alle ausblenden, sondern jetzt juristisches System quasi. Genau. Da würde man sagen, das wäre eine normfreie Welt, weil die Tiere sind Reizreaktionsmaschinen. Genau. Es kommt ein Reiz rein, sie geben was aus. Da ist kein Verhältnis zwischen einem Ist- und einem Soll-Zustand, außer vielleicht in einem mechanischen Sinne. Aber da wird nichts aus dem Tier heraus definiert, wie ein Zustand sein soll. Und dann gibt es auch keine Norm, sondern gibt es einfach Abläufe, die funktionieren sowieso. Da muss niemand was rein definieren. Aber wenn man in diese Situation kommt, dass man von Subjekten ausgeht, was man ja auch nicht tun muss, dann sind wir nämlich bei diesem Punkt, ob die Subjektivität nicht auch eine Konstruktion, also eine Norm ist, und dann wird es halt sehr verzwickt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, halt insofern man von Subjekten ausgeht, dann kann man normfrei gar nicht denken, und diese Subjekte, die dann innerhalb von Normen handeln und denken und sich selber konstituieren, sind dann auch die Voraussetzung für soziales Handeln im Allgemeinen oder für Sozialität im Allgemeinen. Ja. Also muss dann doch mal den Definitionsnazi ein bisschen. Norm und Normativität. Wir sprechen jetzt von Normativität. Also das ging schon ein bisschen in deine Richtung, was ich jetzt fragen wollte, aber das war so schnell, dass ich es jetzt nochmal. Wir haben ja nur 20 Minuten, deswegen müssen wir immer ganz schnell reden. Die Sache ist die, eine Norm bildet sich ja einfach aus. Menschen handeln irgendwie und irgendwann handeln die nach der Gaußschen Glockenkurve, und dann sagt man, das ist die Norm. Ja. Normativität hängt dann doch ein bisschen stärker mit dem Sollen zusammen. Oder irre ich mich da? Gibt es eine Normativität, von der man jetzt nicht ein Sollen ableitet? Ich glaube, das war die Definition, die du gerade vorgelesen hast. Da stand ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau dieser Doppelcharakter des Begriffs Norm drin. Einerseits eben, was du sagtest, das, was man statistisch erwarten, also auch Erwartung hat ja genau den gleichen doppelten Wortsinn. Einerseits, was halte ich für wahrscheinlich, was passiert? Das ist eine Erwartung, die ich habe an das Universum. Und andererseits, was erwarte ich von einer Person, oder dass sie etwas Bestimmtes tun soll? Also wenn ich grüße, erwarte ich, dass zurückgegrüßt wird, in gewisser Weise. Ich glaube, das lässt sich nicht immer trennen, aber es gibt tatsächlich wahrscheinlich Momente, wo das auseinanderfällt. Ja, also würde ich auch sagen, also so kann man es nicht machen. Also ich glaube, es gibt halt einmal
das, was wir als normal bezeichnen in manchen Zusammenhängen, das ist zum Beispiel, was der Mediziner macht, der schaut sich Verteilungen an, ja, und alles, was zu weit von dem Mittelwert weg ist, ist dann halt eben unnormal so und ist krankhaft so. Und also das gibt es auch anderweitig, aber daher ist es mir beispielsweise bekannt. Ansonsten würde ich sagen, die Normativität, die muss jetzt gar nicht aus der Mehrheit kommen, beziehungsweise die soziale Normativität kommt gar nicht aus der Mehrheit, ja, die kommt aus einer kleinen Gruppe, die es sich anmaßen kann, weil sie die Macht hat, die Normen vorzugeben. Ja. Und jetzt argumentiere ich mal wieder mit Bourdieu, der ja auch sagen würde, die geben die Normen vor und damit die Kultur, und sobald die merken, unten, die passen sich an, erfüllen die auch und hätten damit jetzt auch Rechte, die ja aufgrund dessen häufig auch erst beanspruchen, ändern sie einfach die Normen wieder und spielen dieses Spiel. Ne? Wobei das, was du gerade sagtest mit der kleinen Gruppe, die die Norm definiert, da können wir jetzt vielleicht kurz, bevor wir sind wahrscheinlich gleich ohnehin durch, den Bogen zu schlagen zu dem Thema, das wir verworfen haben, nämlich dieser ominösen Wahl diese Woche in den bewährten Vereinigten Staaten. Die vor einigen Wochen war. Oder vor einigen Wochen waren. Hier gesendet wird wahrscheinlich. Ja, also diese ominöse Wahl in 2016, an die wir uns alle noch eine Weile erinnern werden, die nicht auf einer europäischen Insel stattgefunden hat, wo ja genau diese Frage, diese Normativität, die als gesellschaftlicher Konsens irgendwie wahrgenommen wird, eben nicht mehr der gelebten Normativität sozusagen eines großen Teiles der Gesellschaft entspricht. Und dann eben genau dieser Konflikt zustande kommt. Weniger wie Bourdieu sagt, die eine versucht sich anzupassen, unten versucht sich an oben anzupassen, sondern tatsächlich eher in einen Normenkonflikt sozusagen eingetreten wird, in einen Machtkonflikt. Wer darf jetzt die Norm bestimmen? Ja. Ich würde jetzt mal gegen Bourdieu auch nochmal meinen Luhmann ins Feld führen. Und zwar würde ich grundsätzlich bestreiten, dass es da eine kleine Gruppe gibt, die Normen bestimmt, sondern selbst die ist in ihren sozialen Prozessen eingehegt und sie stellt Personal dann eine Funktionsstelle aus, die halt die Norm in einer gewissen Weise instanziert und durch die auch in einer gewissen Weise privilegiert wird. Aber sie sitzen da nicht und beschließen die Gruppen, sondern es ist aus einer sozialen Dynamik heraus, in der sie sich befinden. Und das wollte ich hier nochmal stark machen, weil ich nämlich auch, und das war auch der, wo ich die Definition, die du am Anfang vorgelesen hattest, oder ich glaube, es war die zweite, wo du gesagt hast, also dass Menschen normen, ich würde halt grundsätzlich bestreiten, dass Einzelmenschen Normen bestimmen. Ja, natürlich. Weil um Normen zu bestimmen, und da könnte man dann natürlich die Frage stellen, was ist zuerst da, der Mensch oder Sozialität, auf diese Diskussion will ich mir gar nicht einlassen, so Genese-Fragen finde ich irgendwie, die sind so spekulativ, dass man da halt trefflich drüber streiten kann, wenn man viel, viel Zeit hat und das intellektuell total anregend ist, aber man kommt nicht zum sinnvollen Punkt, dass ich sagen würde, es gibt ein Wechselverhältnis, also halt ein Einzelmensch kann außerhalb seiner Sozialität auch überhaupt nicht über Normen nachdenken, überhaupt nicht auf eine Idee von Normen kommen und auch überhaupt keine entwickeln. Es sind ja die Strukturen, die Leute in Positionen bringen, um Normen in einer gesellschaftlich kodifizierten Form, wie zum Beispiel Gesetze, zu bestimmen. Aber also das ist eine Perspektive, die auch ganz wichtig ist. Nur, das ist immer der Auftakt, dass man sagt, das ist ganz wichtig, dass du die hast, aber sie ist falsch. Die haben Stärken und Schwächen. Ja, also was ich... Also ich muss dann einfach nochmal die andere Position zumindest dagegen stärken. Die können, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass beide da sind. Aber also für unterschiedliche Anliegen braucht man unterschiedliche Modelle und Theorien und Ansätze. Und also es ist schon, also bei dem, was ich jetzt gesagt habe, wenn ich jetzt mit Bourdieu komme, dann schreibt man dem Subjekt eben auch sowas, so eine gewisse Eigenmacht zu, die ein Subjekt hat. Er probiert ja immer die Dialektik, natürlich ist alles geformt und sozial bedingt, aber er probiert also dieses Spannungsverhältnis, und ich finde das für vieles Soziologische ganz wichtig und das nicht wegzuwischen. Wenn man mal, ich gehe auf einen ganz kleinen Kreis oder so, ne, der Gefängnisdirektor oder so, ne, das ist eine Person, die kann unter Umständen tatsächlich eine Norm einführen und durchsetzen für eine relativ
großen Personenkreis so. Mhm. Also es geht schon. Und ansonsten wird es halt institutionell ausgehandelt. Aber es sind eben schon einzelne Subjekte, die da maßgeblich ihren Beitrag leisten. Und man möchte ja auch ein Stück weit selbstwirksam sein. Und man ist auch ein Stück weit verantwortlich für sein Handeln. Und so wie du das jetzt stark gemacht hast, könnte das so zack alles weggespült werden. Ja, ja, den Vorwurf muss ich mir natürlich anhören und das völlig zu Recht, weil das stimmt schon. Man befindet sich, denke ich, auf jeden Fall in einem komplexen Wechselverhältnis aus sozialen Strukturen und Individualität, weil beides, also deswegen auch halt mein Hinweis auf die Unsinnigkeit. Weil wir beim letzten Mal, als wir zusammen Berger-Luckmann hören. Ja, Berger-Luckmann, ich will nochmal das darauf, weil ihr euch ja gestritten habt, Struktur oder Individuum mit Bourdieu, dass ein Individuum innerhalb seiner Spielregeln nur frei ist. Und dann kommt es immer auch bei Berger-Luckmann wieder, nämlich außerhalb der Struktur, die auch im Kopf angelegt ist, kannst du überhaupt nicht wirken. Und wir hatten uns ja über unsere Gefängnisdirektoren ausgelassen und unterhalten, die wir bisher erlebt haben. Und da sind wir da stehen geblieben, dass der Gefängnisdirektor abweichendes Verhalten in unserer Gesellschaft, und du schnaufst ja immer, ich muss da ausreden können. Ja. Gleich kriege ich ja. Das ist Wutschnaufe. Ja. Dass der Gefängnisdirektor sagt, er will eigentlich die Leute, die abweichendes Verhalten zelebrieren, einsperren. Ja. Und wenn er so anfängt zu peitschen, gehört er selbst dazu. Und da hast du aber gesagt, nein, das wäre, er würde neue Normen veranlassen. Und das würde ich nicht so sehen. Also gesellschaftlich veranlasst er dort dann durch seinen Machtmissbrauch keine neuen Normen, sondern bricht eigentlich die Normativität. Die Frage ist, wer sind die Unterworfenen dieser Normen? Das ist ja das Kennzeichen der totalen Institution eigentlich, dass sie eben nicht mehr den regulären Normen der Gesellschaft unterliegt, sondern eben einem anderen Normenset. Also das ist wie bei Räumen. Ich wollte gerade sagen, das pervertiert im Grunde ein bisschen Foucault und seine Third Spaces. Für ihn sind das Third Spaces ja eher so Subkultur, Untergrund, Alternativstrukturen, die eben sich von den Normen der Gesellschaft loslagen. Aber eine totale Institution könnte man fast mit der gleichen Argumentation auch als Third Space bezeichnen, weil sie sich eben abkoppelt. Weil eben die gesellschaftlichen Normen da nur noch insofern gelten, als dass sie, vereinfachten Fall, durch den Gefängnisdirektor weitergetragen werden. Ich glaube, ein Paradebeispiel ist, weil was ja auch im Moment aktuell ist, wo sich ja auch diese Third Spaces als Totalinstitutionen, die sich den normalen normativen Regeln entheben, jetzt in Fokus geraten sind, ein klein bisschen, traditionell sind Geheimdienste ja so etwas. Das hat man in den USA gesehen und hier in der Bundesrepublik Deutschland wurde es ja jetzt auch mit BND und Verfassungsschutz halt sehr deutlich, die sich ja auch komplett zum Beispiel der Kontrolle und der Aufsicht durch das Parlament entziehen können und auch tun. Wobei sie ja doch offiziell in Anführungszeichen das Recht dazu haben, sozusagen. Sie haben halt bestimmte Kompetenzen zugebilligt bekommen. Ja, aber das kann man ja jetzt gut finden, dass sie das tun, oder das kann man nicht gut finden, darum geht es ja gar nicht. Aber auch selbst wenn ihnen dann wird ihnen dieser Third Space praktisch rechtlich zugesichert, dass sie sich niemanden zu verantworten haben. Ja. Genau. Und eine parallele Normativität. Ich fand das interessant, dass du Foucault erwähnt hast. Ja gut, vielleicht ist die Assoziation bei, wenn man über Gefängnisse redet, so bei Soziologen sowieso irgendwie so naheliegend, weil ich fand das auch, weil ja auch die Rolle des Gefängniswärters, die ist ja auch so normativ, also die hängt ja auch mit dem Menschenbild zusammen. Ne? Also Foucault hat das ja in seinem... Foucault kommt gar nicht dem Begriff Third Space, bei Foucault heißt das Heterotopie. Okay. Danke. Bitte, das habe ich natürlich gewusst. Das ist von dem anders, ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Okay, nee, aber solange das inhaltlich passt, worüber wir geredet haben, ist, glaube ich, der Autor gar nicht so wichtig. Franzose. So, wahrscheinlich ein Franzose. Franzosen, machen die viel mit Räumen? Ja, das hat mich auch gerade in Zweifel gezogen. Ich weiß es nicht genau. Naja, aber jedenfalls, Foucault in seinem frühen Werk halt Überwachen und Strafen hat er ja auch halt so die beiden verschiedenen Konzepte unter Gefängnissen unterm Absolutismus oder das Strafen im Absolutismus, wo es da um die, wo halt die Zuschaustellung der Marter, wo es tatsächlich um das Bestrafen, um eine Machtdemonstration des Souveräns ging und dann im Bürgerlichen
Insassen, das Gefängnis, wo es um die Resozialisierung ging, ja, ne, wo er dann auch den Panoptikum mit Jeremy Bentham und so weiter, kann man jetzt, glaube ich, alles nicht so ganz ausbreiten, aber wo es denn halt darum ging, dass es nicht mehr darum geht, das den Delinquenten zu bestrafen, sondern zu resozialisieren, als wieder als Produktion, als produktives Mitglied, als Humankapital, wenn man so will, ja, jetzt um jetzt einen anderen, aus einer anderen Theorie den Begriff zu benutzen, wieder in die Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, ja, weil da bringt es natürlich nichts, wenn ich jemanden möglichst scheußlich verstümmle, dann ist der nachher wenig produktiv. Ja. Also das ist mit Sicherheit eben die Norm, die den Institutionen Gefängnis oder auch Psychiatrie vorgegeben wird, so, dass es genau darauf in der Regel hinauslaufen soll. Aber es ist ja trotzdem so, dass das eben aufgrund dessen, dass sie halt so, also von ihrer Institution, wie sie konstituiert sind, dass es immer wieder dazu kommt, dass sie dem Auftrag gar nicht richtig nachkommen, sondern dass da eben noch kleine andere Spiele, ja, laufen. Mhm. Und so in der Psychiatrie haben wir im Vergleich zu anderen, jetzt mal so als Public Health Forscher, bis in die 90er Jahre hinein im Vergleich mit anderen Ländern ganz große Probleme gehabt mit Machtmissbrauch. Ja. So. Und das ist auch jetzt noch, es ist die tägliche Regel, Machtmissbrauch des Personals gegen die Norm und auch gegen Gesetz, gegen Recht und, ja, Gesetz gehen. Das passiert täglich und ständig dort. Und im Gefängnis ist es das Gleiche. Und deshalb ist es eben, also da sieht man das eben, wo auch mal eine Person also eine Norm setzen kann, also wirklich setzen kann. Ja. So. Und genau. Aber die Norm wirkt halt nur im Zusammenhang mit all den anderen gesellschaftlichen Normen, die eben erstens verhindern, dass so das allgemeine gesellschaftliche Normengefüge da irgendwie reinwirkt, direkt zumindest. Und die eben diese eine Person in die Lage versetzen, in dieser Konstruktion, in dieser Institution diese Rolle einzunehmen. Also der Gefängnisdirektor, der wird halt doch irgendwie, der wird von irgendwie dahin gesetzt und mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet. Ja, ja. Aber also kenne mich mit diesem, also wir haben jetzt leider kein Duden hier, aber bei Normativität, ist es denn schon Normativität, wenn einer durch seine Macht etwas durchsetzt, oder wäre Normativität auch so eine Art Selbstorganisation, die sich, also der, es ist ja nicht die Normativität, des, also in unserem Staat, dass der Gefängnisdirektor peitscht, der setzt sich drüber hinweg und kann das aufgrund seines Machts, seiner Position durchsetzen. Aber wenn wir jetzt sagen, jeder, der Normen bricht mit genügend viel Macht, setzt neue, kann man das so sagen? Weil ich weiß auch nicht, ob die Normativität in einem Gefängnis nicht immer noch eine andere als die, die der Gefängnisdirektor dort beschließt. Sicherlich, also es kommt darauf an. Ich würde jetzt auch die eine Situation, Gefangener ist irgendwie renitent, Gefängnisdirektor peitscht. Da würde ich jetzt auch noch keinen Ausdruck von Normativität drin sehen. Aber wenn dann sowas in der Art kommt, Gefangene äußern sich in eine bestimmte politische Richtung und wissen, dann bekomme ich irgendwie eine Strafe dafür vom Gefängnisdirektor, auch wenn er die nicht geben darf. Das ist in dem Moment egal. Dann entwickelt sich ja trotzdem diese Verkörperung und diese Internalisierung der Norm, die nicht mehr wirklich unmittelbar mit Macht durchgesetzt werden muss, so klassisch, ne? Jede Chance, seinen Willen gegen und so weiter durchzusetzen, sondern es entwickelt sich aber durch die Erwartung dieser Machtdurchsetzung, als Reaktion auf das, was ich tue, eben eine Norm gegen das, was ich tue, oder für bestimmte Aktivitäten. Die Norm wird aber außerhalb des Gefängnisses nicht mehr gelten. Für den, und natürlich dann sind nicht. Wir ja, dann müssen wir sagen, es gibt, wenn wir sowas beschreiben wollen, müssen wir es räumlich beschreiben. Es gibt Räume und für die, ja, gibt es bestimmte, ja, Normen, und die, genau, Räume sind wieder in anderen Räumen und dort, genau, sind wieder andere, genau, Normen. Also wirklich räumlich im physischen Sinn. Nee, das muss nicht der physische sein. Das würde ich mich auch widersprechen. Das kann der soziale Raum sein. Das ist der, genau, Raum. Also wir reden im Prinzip von Gruppenkonstellationen. Nee, ich finde soziale Raumkonstellationen in dem Fall schon ganz, ganz sinnvoll, weil die auch eine physische Dimension haben. Ja. Die sind nicht rein physisch, aber die haben eine physische Dimension. Lapland nennt das physisch-materielle Substrat. Ja, klar. Im Internet gibt es ja auch bestimmte... genau, das wäre jetzt so der erste Gedanke. Und bei Twitter gelten andere als bei Facebook, als, ja, bei Instagram. Okay. Dann eher sozialen Raum. Also dann würde ich... Oder auch wenn du zum Beispiel sowas wie immer schwammig der Begriff jetzt auch ist,
Kulturen betrachtest. Also Milieus sind ja auch nicht zwangsläufig räumlich. Ja. Milieus sind, genau, also sind ja, wir sind eher bei diesen diffusen Kulturen, die eben auch räumlich verteilt sind. Aber Raum brauchen wir dann, wenn wir das so beschreiben wollen. Es gibt keine dann Normativität, die nicht, also die überräumlich dann sozusagen. Ja. Die müsste dann global dann sein. Dann wäre sie auch räumlich. Also weil soziale Normativität, die den Pluto-Mond betrifft. Ja, aber sie ist außer Kraft gesetzt, wenn du dir dann die Subräume anguckst, ja, genau, wo sie dann nicht. Weil sie muss halt, je nachdem, wie die Räume, wie exklusiv die Räume sind. Also Simmel hat ja irgendwann mal in seiner Raumtheorie so eine Exklusivität von Räumen postuliert. Die halte ich für mittlerweile überholt. Mhm. Er sagte, wo einer ist, kann kein anderer sein. Genau, wo einer ist, kann kein anderer sein. Das finde ich einen guten Satz. Was sich natürlich sehr schnell widerlegt, sobald man das ein bisschen relationaler auslegt, wie das heute gemacht wird. Was du natürlich hast, ist, wenn du exklusive Räume hast, wie so totale Institutionen, da gilt das dann natürlich. Die sind in der Lage, tatsächlich sich zum Großteil zu entkoppeln. Aber da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Normativität und Regel. Denn der peitschende Gefängnisdirektor stellt neue Regeln auf. Es ist ja nicht deckungsgleich mit Normativität. Ja, oder? Aber man muss auch mal sagen, du hast das verdreht zwischendrin. Ja. Du hast erst gesagt, keiner kann eine Norm als Einzelperson durchsetzen, was jetzt auch einer Regel entspricht. Und ich sage doch. Und daraufhin nimmst du meins wieder auf und legst mir das Wort so in den Mund, als spreche ich von Normativität. Das brachte die gesamte Verwirrung da rein. Ja, okay. Und jetzt drehst du sie wieder zurück. Okay. Also ich glaube einfach, Regeln sind eben auch einfach Tatbestände in irgendeiner Form. Also entweder Texte auf Papier oder und nicht fassbare Übereinkünfte, die halt eine gewisse Normativität haben. Ich glaube, wir müssen, also der Zentralunterschied, den man vielleicht zwischen Normbegriff macht, ist einmal die statistische Norm, ja, die einfach Durchschnitt behauptet. Na, also sage ich mal, in einer deskriptiven Dimension muss man natürlich dann auch wieder vorsichtig sein, na, dass man da jetzt nicht halt das als Fakt in der Welt behauptet, so, aber ja, jetzt erstmal, sage ich mal, für den Hausgebrauch soll uns das reichen und dann erstmal die Norm als das, was wir vielleicht auch als Wert, als Regel und so weiter, nämlich den gewünschten Zustand. Ja. Ne? Also, und ich fand, also ich kann mich mit dem Raum immer noch nicht so ganz anfreunden als Begriff dafür, für diese Normräume vielleicht, ja, weil ich muss gerade drüber nachdenken, es ist so, dass das Räume, also auch ganz physische Institutionen, wie, ja, zum Beispiel Gerichtssaal, die können Kraft ihrer Materialität, du, ja, kommst an diesen Ort und du, ja, weißt, welche Regeln gelten. Ja, so, das ist die Macht dieses Ortes. Das widerspricht ja auch dem Raum, genau, der Raumperspektive. Nein, überhaupt nicht, genau. Das ist eher eine Bestätigung dafür. Und dann, ich hatte ja dann von Gruppen gesprochen, ja, wo ich jetzt aber auch ein bisschen aufweichen muss, weil ich hatte dann vor allen Dingen an Internet ja, gedacht, wo wir ja eher denn so Kommunikationsräume hätten, ja, wo es geht, wo es die Konstellation von Personen gibt, die zueinander stehen und die dadurch die Normen festlegen. Aber ich denke, man muss halt, wenn man das jetzt aber auch zusammendenkt, ne, es gibt, ja, Personen, die halten sich in Gerichten auf und die werden sich dann auch dort entsprechend verhalten, ja, ob sie jetzt als Angeklagter, Verteidiger, Richter oder sonst in welcher irgendeine Funktion da sind. Wenn sie dann in ihrer Freizeit dann ins, keine Ahnung, ins MMORPG-Forum, ja, gehen, so, dann werden sie sich ganz anders verhalten. Mhm. Und ich glaube, man muss sich dann auch bei dem Normativitätsbegriff ein Stück weit davon verabschieden, dass man so etwas wie wie das Individuum noch aufrechterhalten kann, weil das Individuum wird dadurch gesprengt, dass diese ganzen verschiedenen Raumkonzepte, einmal, ja, der physische Raum, einmal der Raum von Gruppen, aber auch Ideenräume, ja, und so weiter, in denen das Individuum zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingebunden ist, auch immer wieder die Normen, die aktuell für ein Individuum gelten, halt aufheben. Und wenn die aktualisiert werden und nicht immer gelten, dann ist halt die Frage, ob man noch überhaupt von einem Individuum sprechen kann. Ja, bist du ja genau bei der Rollen, bei Rollentuning, bist du bei Dahrendorf. Kann ich da gerade fundiert widersprechen? Ist so viel Zeit? Ja, du darfst widersprechen, bitte nicht fundiert, das würde mich diskreditieren. Nein. Simmel hat ja nicht die Individualität durch die Kreuzung sozialer Räume, ja, oder ja, eben gerade
postuliert oder definiert, dass du als früher voll inkludiert warst und dann in ganz vielen Bereichen drin bist und die Überschneidung, die machen dich als Individuum eigentlich auf. Du machst halt auch als Mitglied im Mob-Dingsbus-Forum, bist du halt immer auch ein bisschen. Ja, aber Richter. Wer ist du? Die Frage ist halt, wer ist du? Der Kriege, der schreibt. Ja. Er schreibt halt immer auch ein bisschen als Richter. Ja, aber ich meine, Simmel sagt ja, dieses Du, also das, was wir unter Individuum sozusagen verstehen, ist ja dann quasi, ist diese Kreuzung. Also ja, man kann nicht sagen, das Individuum steht in der Kreuzung, sondern ist konstituiert durch die Kreuzung. Ja, bloß diese Kreuzung, ich würde da widersprechen, weil diese Kreuzung... Simmel widersprechen? Ja, weil diese Kreuzung, also diese, das würde davon ausgehen, wenn man dann von einem Individuum, ne, das, also das Individuum als das, die kleinste, nicht mehr teilbare Einheit, ne, also das, was nicht mehr, also was nicht mehr weiter aufgelöst werden kann, das würde voraussetzen, dass diese Kreuzung, zeitlich invariant sind. Bloß wenn man, wenn sich Verhalten und so weiter, Ideen, Normen, Selbstbilder, die je nachdem variieren, auf welche Kreuzungen man gerade trifft, weil die sich im Zeitverlauf ändern. Ne? Also man hat seinen Beruf von dann bis dann, aber irgendwann ist man aus dem Beruf raus, ist Renten und irgendwie hallen diese Sachen in einem Gedächtnis wieder, was man sich selber, vielleicht gerade, weil man die Idee von sich selber als Individuum hat, das auch gerade deswegen so wirkungsmächtig werden, weil man sich immer noch als Individuum verstehen will, nicht anders verstehen kann, weil das die große Erzählung unserer Zeit ist. Wir sind alle Individuen. Und dass das aber dass das voraussetzen würde, dass diese Kreuzungen permanent sind. Aber das sind sie nicht. Nein, das setzt es nicht voraus. Das setzt halt nur voraus, dass sie... also klar, was es voraussetzt, ist, dass es etwas außerhalb dieser Kreuzung gibt. Das, oder man kann es vielleicht auch anders sehen, dass es gar nichts, dass diese Kreuzung, jetzt wird es sehr abgefahren, glaube ich, nicht im klassisch, dass wir uns die nicht so als klassisch dreidimensionale Kreuzung vorstellen dürfen, sondern eben auch in der zeitlichen Perspektive. Und dass auch, wenn ich rede jetzt mal von ich einfach, weil das einfacher sprachlich umzusetzen ist. Auch wenn ich jetzt irgendwie Teil von, keine Ahnung, 25 Räumen bin, in dem wo sich mein Körper so bewegt und denkt, und in 20 Jahren das 20 andere Räume sind, bin ich dann in dieser zeitlichen Perspektive auch immer noch in gewisser Weise Teil der Räume, in denen ich jetzt bin. Eben, was du gerade sagtest, insoweit, als dass sie in dem nachhallen. Dann werde ich nicht mehr aktuell durch diese Norm irgendwie kontrolliert, und ich habe ja auch vielleicht sogar alte Normensets internalisiert, trage die aber immer noch mit, bin damit immer noch so ein bisschen Teil dieses alten Raumes, der Soziologen der Anfang der 2000er. Und bin dann halt in 30 Jahren aber nicht, eigentlich gar nicht mehr Teil des jetzigen Raumes, Soziologen der 2040er, sondern Soziologen der 2000er. Man sieht, dass du viel Science-Fiction-Filme und Bücher liest. Du hast ja so einen Podcast über Science-Fiction. Ja, genau. Das ist ja Zeitreisen. Sind für dich da kein Thema. Ja. Das ist, aber ich, also ich, was ich mich, zu denken. Ich frage mich da halt, ich frage mich da immer noch bei dem Punkt halt so, ob man dann noch legitim vom Individuum reden kann. Das wird viel, aber das hast du bei einem, wenn du soziologisch vorhin ernst meinst, dann hast du das Problem sowieso. Ja. Weil dann hast du immer. Gut, dass ich sie nicht ernst meine. Da hast du immer das Problem, okay, was ist eigentlich das Nicht-Soziale am Menschen? Und wir sind ja eigentlich vorhin da hingesagt, du hast im Grunde gesagt, wir können nicht ohne Sinn. Also wir können nicht ohne Sinn denken, wir können nicht ohne Norm denken, damit können wir nicht ohne Sozialität denken. So, und damit ist das Individuum eigentlich weg, wenn du es streng sehen willst. Das ist ja der Punkt. Ich muss es mal kurz durchstreichen. Was es natürlich sein kann, ist ein nicht triviales emergentes Phänomen. Das heißt, ein Phänomen, was irgendwann so komplex in sich geworden ist, dass es zwar eigentlich auf das, was auf einer Ebene drunter stattfindet, durch das erklärbar ist, wie es dahergekommen ist, dass es aber Eigenschaften ausweist, die nicht mehr auf der unteren Ebene erklärbar sind. Dass es damit wieder interessant wird. Ja. Aber das ist dann halt ein Abstraktionsschritt. Also, ich würde es als Emergenz aus, ja. Genau. Ich würde es vielleicht erstmal nur so vorläufig dann als vielleicht System bezeichnen. Das für die Kinder, für die Zuhörerinnen und Hörer, wenn uns Kindergartenkinder zuhören, kann man doch das sozusagen als eine Metapher des Strudels, würde ich da sehen. Du hast das Meer und den Strudel, aber der Strudel
Also du weißt, ein Strudel. Nicht ich weiß, was ein Strudel ist. Ich verstehe die Metapher noch nicht und ich bin gespannt. Dass der Strudel sich auflöst, wenn das Meer weg ist und dass sich das Individuum nicht denkbar ist, ohne das drumherum, das Soziale, was für das Meer steht. Dass du sagst, ja. Der Strudel, was ist denn eigentlich das? Und wenn du ihn erklären willst, bleibst du bei einem Prozess irgendwas und letztlich bist du bei mehr. Das Individuum ist das Loch im Käse der Gesellschaft. Das Loch im Käse der Gesellschaft, ja. Hervorragend. Sehr schön. Ist das noch drauf? Das muss drauf. Das ist ein Wort, das muss drauf. Ich wollte eigentlich... Werden Generationen von Soziologiestudenten noch zu dir in die Kanzleine reinfliegen. Aber also, mir ist noch nicht klar, der Unterschied zwischen Normativität und Regeln. Wenn ich mit denen erklären kann. Ja, das ist so wie normal. Moment mal, den Unterschied hast du aber aufgemacht. Ja, genau. Erwartest jetzt, dass wir den in dir erklären, nachdem du gesagt hast, Regel ist was anderes als Norm. Ja. Und warum bringst du jetzt einfach noch ein Synonym sozusagen? Also du kannst doch einfach ein Synonym zu Norm lassen. Der Vorsatz ist, die Selbst- und Fremderziehung der Moderne reicht bis weit in die Subjekte hinein. Oh, das war der Vorvorsatz. Der soziale Frieden in der Klassengesellschaft stützte sich auf eine geschichtlich entstandene und teilweise mit Qualen und Torturen verbundene Verwandlung von Fremdzwänge in eine innere Selbstzwangapparatur Elias, die mit großer Zuverlässigkeit dafür sorgte, dass aufsteigende Aggression in der Watte verinnerlichter Hemmungen und Dressade stumpf wurden. So. Verinnerlichte soziale Kontrolle ist nicht köpfbar, hat Peter Brückner in Anspielung auf die Französische Revolution den Lernprozess des Bürgertums nach seiner erfolgreichen Machtübernahme beschrieben. Punkt. Das ist der Satz, den ich meine. Das Bürgertum hat den vorherigen Unterdrückern, dem Adel, die Köpfe abgeschlagen. Und damit ihnen das nicht selbst passiert, dass sie als Unterdrücker die Köpfe abgeschlagen bekommen, haben sie sozusagen schnell daran gearbeitet, dass sie die Unterdrückung nicht so von außen durchführen müssen, sondern dass sie uns dazu bringen, dass wir uns selbst unterdrücken. Weil dann können wir nur uns selbst die Köpfe abschlagen. Das ist eine sehr wichtige Idee. Ja, das ist sehr intentional gedacht. Also Norbert Elias denkt das ja mehr, freudianisch nicht, aber mehr psychologisch, psychoanalytisch vielleicht, wenn er sagt, dass die eine Generation den Selbstzwang so lange ausübt, bis die Kinder dann den Fremdzwang ausübt, bis die Kinder aufwachsen mit diesem Fremdzwang und es nicht anders kennen und dadurch es zum Selbstzwang wird. Also die erste Generation, der drischt du noch ein, dass sie immer die Zähne putzen muss und so. Und dann wächst man damit irgendwann auf und dann ist das ganz normal. Also um was es ihr dabei geht, ich kontextualisiere das vielleicht nochmal etwas mehr. Ne? Oder ich lese mal einfach die Überschrift vor. Ne? Gerechte Gesundheitschancen von der Entwicklung eines gesundheitsfördernden Lebensstils für die Bürger bis hin zur Gesundheitspädagogik für die Arbeiterschicht. Es kommt ja jetzt aus der Gesundheitsforschung. Also dieses gesamte, also das Vorantreiben nochmal, die Pädagogik und Erziehung als System, das gab es natürlich vorher bei dem Adel eben auch schon, aber das ist eben was ganz stark von dem Bürgertum kommt. Und das passt ja dann zu dem, was du sagst. So, ne? Erstmal stark genug dafür sorgen, dass man frühzeitig diesen Fremdzwängen ganz stark ausgeliefert ist, so lange, bis es dann in einem drin ist, und dann Selbstzwang. Und dieses gesamte Erziehungssystem, was ja jetzt quasi, was zu einer Pflicht geworden ist, so, oder wo es jetzt, sage ich mal, in der BRD so war, dass quasi annähernd jeder ab dem dritten Lebensjahr in einen Kindergarten gegangen ist und danach nochmal mindestens 9 Jahre in eine Schule, um danach nochmal eine Berufsschule auch zu besuchen. Also damit kann das Bürgertum dann gewährleisten, dass man irgendwann eben das als Selbstzwang. Aber wichtig in dieser Hinsicht ist dann, dass die Arbeiter, wie nennt sie, Arbeiterschichtklasse, ich weiß gar nicht, wie Schicht, sagt sie jetzt. Dass die Arbeiterschicht dann nicht in den Genuss von Bildung kommt, wie ihn Humboldt
sah, dass das immer im Bereich der Ausbildung bleibt, nämlich der, bestimmte Routinen einzustudieren. Und das ist dann wichtig. Und das erklärt dann auch, die, das Bildungs soll bitte nur an den Universitäten stattfinden. Genau, Bildung ist für die Bürger vorbehalten. Ja. Uns wollen sie, oder was heißt uns, da sieht man schon, mit wem ich identifiziert bin. Ich kann eine gewisse Betroffenheit nicht leugnen und will sie auch gar nicht, dass es da nur um Erziehung geht. So. Ja, ich formuliere mich daraus, ich komme ja aus Bürgertum. Ja. und dann möchte ich jetzt auch gleichzeitig Anwalt dafür spielen. Nein, aber die Frage, die ich dann aufwerfen möchte, ist, also diese Internalisierung von Zwängen, wie sie dann Foucault nennt, weil das hat mich jetzt halt spontan daran erinnert, Foucault, Panoptikum und so weiter, ob das Phänomen der Internalisierung das Neue ist oder dass was wir jetzt als neu daran empfinden, daran liegt, wie die Gesellschaftsstruktur um diese Internalisierung, die es vielleicht schon länger gibt, halt gebaut ist. Weil wenn ich jetzt, also ich denke mir, diese Verinnerlichung von Zwängen, die gab es auch in früheren Zeitepochen, wenn wir jetzt denken zum Beispiel an die christliche Sexualmoral, na, wo es da ja auch, also halt, glaube, viel psychische Veränderungen in Menschen stattgefunden haben, um diesen Begriff, also diesen Normen und so weiter halt zu entsprechen, also diese Drücke und so weiter. Aber dass jetzt halt mit dem Aufkommen der Bürgertum die Ökonomie mit viel größerer Gewalt in den Vordergrund tritt und dann gleichzeitig auch noch mit den Mitteln der Sozialwissenschaften, was, glaube ich, dann auch Foucault als Gouvernementalität oder so bezeichnet. Nee, aber dass der Staat sich ein Bild halt mit den Mitteln der Sozialwissenschaften, der Staat oder eine Organisation, wie auch immer, ein Bild von sich selber erschafft, denn in diesen Informationsverarbeitungsprozessen auch irgendwelche Normen für sich erstellt und dann Mittel anwendet, um denn zum Beispiel Gesundheitserziehung. Man muss sich ja dann nicht einbilden, das wäre das, damit die Leute möglichst gesund sind, sondern halt, sie sind gesund, damit sie leistungsfähig sind, weil aufgrund von merkwürdigen Sozialgesetzgebungen, die wir ja haben, sind kranke Menschen teuer. Und aber gesunde Menschen halt produktiv und können. Genau, und bringen nichts. Du kannst die schlecht ausbeuten, ne? So einen kranken Menschen. Genau. Na, und das ist, aber das ist natürlich dann eine Art von Internalisierung, wenn man so will, halt, ich glaube auch Zurichtung wird dann oft als Begriff dafür verwandt, der den Verhältnissen in der Gesellschaft jetzt gerade entspricht. Weil Werte wie zum Beispiel das Gottesgnadentum der Monarchen und so weiter, die waren ja auch internalisiert. Na, also es gab da die Konzepte, die damals halt internalisiert waren, waren halt ganz andere. Und ich möchte dann halt die Frage stellen, ob es anders gehen kann, weil diese Nicht-Internalisierung von Zwängen oder Werten und so weiter würde ja voraussetzen, wenn wir das jetzt als normativ schlecht markieren wollen, würde das ja voraussetzen, was das gutet. Und das kann denn ja nicht von außen kommen, sondern muss von innen kommen. Also der zwanglose Mensch ist ein Mensch außerhalb aller sozialen Einbettung, wenn wir es noch mal ein bisschen größer fassen wollen, weil soziale Einbettungen einfach von natürlichen Zwängen entsorgen, die man Substitute findet. Aber nicht, weil Menschen sind ja eine notorische Frühgeburt. Also du kommst viel, viel früher als andere Tiere auf die Welt, damit du als leeres Blatt quasi beschrieben wirst. Und wenn du aufwächst, wird so viel in dich rein internalisiert, auch an Zwängen, dass du es gar nicht mehr am Ende trennen kannst. Was ist jetzt deine Natur? Was ist jetzt die Kultur? Was ist das Soziale? Das geht nicht anders. Oh, okay, also zwei Antworten wollte ich dir darauf geben. Das eine ist, also es ist eben eher eine These oder es ist halt eine Theorie. Oder sag ich mal so, vielleicht eine Leithypothese, wovon man einfach ausgeht oder fast wie eine Prämisse. Also es ist mit Sicherheit graduell, also es wird schon immer auch diese Internalisierung von Fremdzwängen gegeben haben, also so ein Aufbau von so einer Selbstzwangsapparatur. Nur, ich glaube, in dem Maße, wie eine Gesellschaft ausbildet, also ich sag mal, was man unter Erziehung verstehen kann. Also das, was in vielen Schulen betrieben wird, die gerade nicht, also
die nicht das machen, was das Humboldtsche Bildungsideal ist, sondern eben diese, also wenn Zurichtung, wenn du eben viel Institutionen schaffst, wo alle zwanghaft zugerichtet werden, dann passiert es in einem anderen Maße, als es früher war. Mhm. Und das hat, gerade wenn man es jetzt mal hier auf den deutschen Raum jetzt mal beschränkt oder den mitteleuropäischen Raum, dann kann man sagen, und ich behaupte es jetzt mal einfach so, ne, im Vergleich zu der barbarischen Kultur, die ja vorher war, ist dann erstmal langsam was angewachsen und erst mit dem Bürgertum hat es schlagartig ganz andere Ausmaße angenommen und damit ist ein neues Phänomen hervorgekommen. Und deshalb, also da gibt es sozusagen eine Zäsur. Mhm. Das als die eine Antwort. Die andere Antwort ist, es geht vielleicht nicht ohne und das ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll ohne sozusagen auch sowas wie so eine ein Stück weit in, Zuschneidung, Zurichtung oder was. Also aus dem Buch, aus dem ich jetzt habe, aus dem Sammelband, da geht es ja überhaupt um Normativität und die Leithypothese ist, in vielen Bereichen kommen wir gar nicht raus, normativ zu sein. Ja. Jetzt ist es, wir sollen dann lieber sagen, okay, und deshalb auf Dauerreflexion diesbezüglich schalten. Und was jetzt hier die Marina Steintor, glaube ich, möchte, da geht es einfach darum, die sagt, naja, mal ganz genau genommen werden diese Zurichtungssysteme zwar häufig mit dem Label Bildung von Humboldt versehen, aber tatsächlich Bildung gibt es einige Institutionen, wo das stattfindet und für die anderen wird eine Zurichtung praktiziert. Und zwar eine Zurichtung, wovon dann die gebildeten Menschen was haben, weil sie die anderen so zurichten, dass sie sie gut ausnutzen, ausbeuten können. Und das soll hier reflektiert werden und das ist eine Kritik daran, beziehungsweise sie macht es ja gerade auf Gesundheitspädagogik, wo sie sagt, nee, hier geht es nicht darum, dass irgendjemand befreit wird, hier geht es nicht um die Arbeiterklasse, um die breite Bevölkerungsmehrheit, sondern es geht gegen die breite Bevölkerungsmehrheit mit dem, was heute viele unter Gesundheitspädagogik oder Prävention, Gesundheitsförderung verstehen. Es geht darum, Menschen noch Leistungsfähigkeit zu halten, die zu zwingen, dass sie hier leistungsfähig sein müssen, am besten als inneren Selbstzwang, nur dann kannst du sie optimal ausbeuten. Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen der wichtige Punkt, wenn man erstmal dahin kommt, diese Normativität in dem Ganzen zu akzeptieren und sagen, naja gut, halt diese Internalisierung von Zwängen, man könnte es auch mit einem anderen Begriff Sozialisation einfach fassen. Mhm. Und dann Aber ich glaube, da besteht keine Uneinigkeit darüber, dass dieser Apparat, wie sozialisiert wird, heute anders ist als in früheren Zeitepochen. Mhm. Und wenn das aber so ist, dass in dieser Sozialisation Zwänge oder Gegebenheiten, ne, also Zwänge ist über negativ konnotiert, ne, sagen wir es einfach mal Sozialisation, wenn das sowieso stattfinden muss, gerade dann ist es ja umso wichtiger, dass man das in einem Reflexionsprozess sieht, beziehungsweise in einem offenen Diskussionsprozess. Und da ist dann, würde ich sagen, also auch gerade denn die Notwendigkeit, die Normativen, weil irgendwie in der Sozialisation werden uns Normen, werden uns halt Verhaltensweisen und so weiter, werden in uns festgelegt und die können so oder auch anders ausfallen. Ja. Und dann ist einfach nur noch der Punkt, dass man dann nicht so tun kann, als ob das. Ja, damals haben sie es falsch gemacht. Heute machen wir es richtig, so, oder? Sondern dass es dann immer wachgehalten wird und dann ein Diskurs darüber stattfinden muss, wie diese Normen denn auszusehen haben. Und die Tendenz, und ich glaube, jetzt sind wir nämlich dann auch beieinander, ist halt diese starke Technokratisierung, die suggeriert, es gäbe sowas wie objektive Werte, die nämlich der Normativität enthoben sind, die sind einfach richtig, das weiß man halt, ne? Womit man im Prinzip wieder auf dem Stand ist, wo man auch schon auf früher war, ne? Ich meine halt so, ich rede immer gerne von den von irgendwelchen christlich dominierten Zeiten, einfach da aus dem Grund, weil ich nichts anderes, also mir fällt nichts Blöderes ein, so, ne? Aber da wurde dann halt einfach gesagt, ja, Gott ist es und Gott gibt diese Regeln, das ist natürlich jetzt total simplifiziert, ne? Ja, aber das war auch jeglicher Diskussion enthoben. Das war damals
wie da die absolute Objektivität bzw. die absolute Gültigkeit von Normen festgelegt. Ja, jetzt ja. hält halt die irgendeine technokratische Verhaltensweise, irgendwelche genau. Wissenssysteme davor her, um zu sagen, nein, das war alles falsch. Jetzt, so ist es richtig und genau. da muss sich jeder dran halten. Ja. Fakt ist aber auch, also aber ist cool. Fakt ist dann, dass dieser Diskurs natürlich die Gesellschaft, den Status quo absolut destabilisiert. Und dann muss man natürlich fragen, mit ja. welcher, wie trägt man ihn trotzdem rein? Das ist doch dann halt der Punkt. Es ist ja nicht ein Lebens-, also es ist der allseits humboldtsche Bürger, dann funktioniert diese Art der Unterdrückung, funktioniert dann halt nicht mehr. Ich meine, es ist ja, wenn vom Bildungswahn gesprochen wird und die sollen nicht alle auf die Unis sollen für Bildung quasi, sonst kann man sich dort nicht mehr bilden, wenn alle an die Unis gehen, weil dann wird das so ein Ausbildungskonzept, sagt ja dann auch, ja, für die anderen ist das aus, für die Masse, wir funktionieren hier nur, wenn die Masse nach diesem Ausbildungs- und Zurechnungskonzept funktioniert. Und ja, also was erzähle ich denn? Also wie trägt man den Diskurs rein über den Podcast? Aber du hast halt keine direkten Vorteile, die sich dann innerhalb deiner Normen auszahlen. Wenn du sagst, ich lebe nach den und den Normen, die habe ich verinnerlicht, was habe ich jetzt davon, wenn ich mich bilde, allseits, rundum, und dann entdecke, dass das, ich meine, es ist ja auch bequem und schön, unter Umständen, wenn man auf der Gewinnerseite ist, die Norm verinnerlicht zu haben. Hannah Arendt unterscheidet ja, hast du mir das erzählt, zwischen Lügnern und Verlogenen, und die Verlogenen wissen nicht mehr, dass sie eine Lüge leben. Mhm. Ne? Und das ist die schönste Existenzform, die ich mir vorstellen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man halt, es ist ja, im Prinzip ist es egal, ob es einem gut geht oder man glaubt, dass es einem gut geht. Nee, aber vielleicht, vielleicht kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher, wenn wir auch die Frage stellen, was heißt denn Unterdrückung? Also es ist, das kann man jetzt halt und halt wieder, ne, als das ist irgendwie klar, dass es was Schlechtes ja. und so weiter. Mhm. Bloß wenn man dann drüber redet, dann ist halt ja die Frage, ne, was heißt denn in diesem Kontext, wenn es sowieso Sozialisierung und so weiter gibt, was heißt Unterdrückung eigentlich noch? Also was heißt Unterdrückung, vielleicht auch was heißt Ausbeutung? Ich genau. finde, das sind ja auch Begriffe, die, wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, da einfach nur eine Anti-Haltung entsteht, weil die Begriffe schon gar nicht richtig klar sind. Und ja. deshalb, darüber sollten wir mal mehr podcasten. Ja, ja, aber egal wie der Begriff ist, niemand will ausgebeutet werden, wenn du fragst. Und dann kommt keiner und sagt, ja, erklär mir mal, was ist denn? Ja, das ist das Problem mit diese Begriffe, die sind natürlich, die kann man analytisch verwenden. Mhm. Ausbeutung ist ja auch ein Begriff aus der marxistischen Theorie, ja. die, glaube ich, für ihre formale Sprechweise gefürchtet ist. Und deswegen ja, deswegen ja auch so schwierig, da halt so unheimlich anstrengend zu lesen ist. Mhm. Aber man hat es natürlich mit Ausbeutung, Unterdrückung hat man es mit eindeutig, also die haben eine gesellschaftliche Konnotation, die sind negativ konnotiert. Deswegen lässt sich kaum darüber reden, weil wenn man diese Begriffe anspricht und man sich in Kreisen bewegt, denen es potenziell gut geht, da ahnt schon jeder, dass man jetzt gerade gleich einen Vorwurf hören könnte. Deswegen muss man den Begriff an sich schon mal ablehnen. Das ist genauso, wie dass es eine Zeit lang halt in den meisten Bereichen der Gesellschaft nicht möglich war. Es ist heute immer noch schwierig, zum Beispiel das Wort Rassismus zu benutzen. Weil du das ganz ähnlich sagst. Rassismus ist halt eine Konzeption, wie man Wirklichkeit wahrnimmt. Wirklichkeit wahrnimmt. Dann definiere ich es anders. Ja, genau. Die Wirklichkeit wahrnimmt, die war eindeutig negativ konnotiert, die kann man aber auch analytisch benutzen. Mhm. Dann wird der Fall sein, dass die Leute, die sich selber niemals für Rassisten halten würden, weil sie das nicht können, weil dann wären sie schlechte Menschen nach ihren eigenen Maßstäben, dann auf einmal in diese Kategorie reinfallen würden. Und so etwas darf nicht passieren. Genauso, wenn man Ausbeutung, Unterdrückung definieren würde, zum analytischen Begriff macht, würde das dazu führen, dass Leute zu Unterdrückern und Ausbeutern werden, die sich selber nie so sehen und nicht so sehen können, ja. nicht so sehen dürfen. Wir eventuell auch, kann ja also, sein. Also, ich würde vielleicht noch sagen, in der Regel ist es ja so, also zumindest in unserer Gesellschaft, dass selten bist du so, du bist ja, also es gibt Helfer der Ausbeuter. So, die tatsächlichen Ausbeuter und Unterdrücker, das ist eine klitzekleine Gruppe. Aber es gibt Millionen von Deutschen, die Helfer sind
dessen. Und zwar auf eine Art und Weise, wo die Ausbeuter sagen, hier hast du noch einen Knochen mehr, ne? Dafür gib ihnen ordentlich Druck, so, ne? Das muss ich für mich rentieren, wenn ich, du musst den Knochen aus denen zusätzlich rausschlagen, so, ne? Dann ist gut. Das möchte keiner sein, aber was total witzig, oder was heißt witzig, es ist zum Verzweifeln eigentlich. Die meisten Menschen wollen sich zu so einer, und das wollen diese Menschen auch, die Helfer der Ausbeuter, die wollen einfach nur die Mitte sein. Die wollen einfach nur normale Menschen sein. Die wollen nicht, dass es den Konflikt gibt. So, und oder dieses Problem. Und auch die, die eben ausgebeutet werden, die wollen nicht sehen, ganz viele wollen nicht sehen und wahrhaben, dass sie ausgebeutet werden und dass es so ein System gibt. Sie wollen das einfach nicht. Weil wie ärgerlich ist das denn? Und vor allen Dingen, das müsste ein Handeln ja auch zur Folge haben. Also jeder, der sich eingesteht, ich werde hier ausgebeutet und beschissen oder auch unterdrückt, da sei denn, du hast gute der Philosophen. Kommt in so eine Notsituation. Die, so Stoiker, naja, Stoiker vielleicht nicht, aber die Philosophie bietet dann Möglichkeiten, auch in der Unterdrückung quasi sein Auskommen zu ja, finden. Das, genau, das machen ja auch Ärzte und Therapeuten machen das ja auch. Das ist auch so eine Kritik, die aus dem kommt. So. Also Medikalisierungsthese nennen wir das, ob jetzt eben tatsächlich Medikament, also Arzneimittel oder durch Therapie. Da kann auch ein Philosoph, wenn er meint, er kann die. Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.